Nein! Oh. Also. Oh mein Gott. Ja, okay, du hast eh mehr verdient. Ja, eigentlich nicht. Zweite. Aber wir haben es beide nicht verdient. Name your game. Hallo, Leute. Es gibt wieder mal ein Mario Kart 8 Deluxe Stream. Tolian, komm sofort ins Mario Kart 8 Deluxe Game. Ja, ich bin ja schon da. Mann, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel geht. Ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Kannst du mir das erklären? Roy nehme ich aus Prinzip nicht. Und Waluigi nur, wenn ich hart ablose. Das findet so schnell eine Runde, das bin ich gar nicht gewohnt. Von anderen Spielen. Wir sagen mal keinen Namen. Für die ich in diesem Mario Kart Stream keine Werbung mache. Weil sonst denkt jeder, er müsse sich Dead by Daylight holen. Einer heißt Der Helga. Wann kommt eigentlich der neue Teil von Mario Kart? Manche sagen, das ist dieses Weihnachten schon wieder. Ich verstehe immer noch nicht, wie manche Leute 50.000 oder mehr Punkte haben in diesem Spiel. Schau mal in die Cam. Ich zeig dir was. Gibt's diese Dinge in Deutschland auch? Also was ist das? Ja, so eine Wurst. Eine Wurst. Ja, Wurst gibt's bei mir auch. Ich bin mir immer am überlegen, ob das jetzt ein stressiges oder ein angenehmes Spiel ist. Hey, ich bin Erster. Und was kriege ich in der Münze? Ich habe keinen Bock mehr. Was gibt's dieses Mal? Käse mit Reis. Käse mit Reis? Ja. Die Kombination habe ich noch nie gehört. Ja, die ist gut. Oh. Das ist eigentlich eins meiner Lieblings-Items. Obwohl, ich glaube, die meisten Leute finden das nicht so toll. Oh. Darauf erstmal eine gesunde Cola. Bitte in meinem Stream keine Produktplatzierungen. Kauft alle Cola, ist sehr gesund. Yeah. Und ich werde euch vernichten. Alle. Einfach weil ich jetzt schon weiß, dass ich der Beste darin sein will. Ich bin gerade voll am Gewinnen. Bist du Erster? Nee, ich bin Achter. So. Immer alles so Knechte hier. Anschreiben müssen und denken, dass sie richtig wären. Kennst du solche Leute? Nenn mir ein Beispiel. Ich. Hast du mich eingeladen, weil du denkst, du hast sonst keine Freunde? Wir werden nur verarscht. Bin ich schon wieder Neunter, weil ich runtergefallen bin? Oder bin ich überhaupt runtergefallen? Und ich falle wieder runter. Das ist ein Fest gerade. Wichtig ist nur, dass man Plus bekommt. Das habe ich jetzt schon zweimal nicht. Seit ich mich das 10. Mal beschwert habe, funktioniert mein Internet sehr gut. Ich bin halt immer traurig, ich muss mich immer zuerst beschweren und mit anwaltlichen Konsequenzen drohen, bis irgendwas passiert. Nein! Nein! Ey, oh, nicht, wieso? Ja! Oh, ja, Mann. Jetzt geht. Ja, ich bin Zweiter. Ich hasse dieses Spiel. Nimm einfach Bowser mit dem Yoshi-Bike und kleine Reifen, dann gewinnst du immer. Oder bist Zweiter. Wir müssen mal diese Gitte fertig machen. So ein Overkick. William Bill Overkick. Nein. Oh Gott, ab. Pass auf. Die grüne Schelle. Oh nein. Hey, was machst du da? Ja, die wäre sonst so oder so nie explodiert. Ja, jetzt kriege ich die nächste Bombe. Geil. Nein. Oh! Also. Oh mein Gott. Ja, okay, du hast eh mehr verdient. Ja, eigentlich nicht. Zweite. Aber wir haben es beide nicht verdient. Ja, guck, ich habe gesagt, du gewinnst mit dieser Combo immer. Oh, yes. Was ist das Gegenteil von Comeback? Wenn man zuerst Erster ist und dann Letzter, das mache ich immer. Zeigt dieser kleine Baby-Bowser seinen Po, oder was? Ja. Ich habe gewonnen. Gratuliere. Nutella mit Butterbrot. Mein Lieblingstitel. Ess ich danach. Drei Leute Excitebike, was ist das? Ja, das sind die ganzen Opfer, die keinen Skill haben. Ja, aber die gewinnen dann dort auch nicht. Ich wäre dafür, dass das nächste Mario Kart einen Story-Modus bekommt. Yes, Alter, schnell weg von diesen Gorillas. Was ist ein Gorilla? Einer, der nichts kann, oder was? Menschen, die ich abstoßen finde. Fehler bei der Datenübertragung, ach, wie ich das vermisst habe.
Hol dir mal Fall Guys. Nö. Jetzt überfährt er mich auch noch. Ein Ralf. Ist ja fast schlimmer wie Jonathan, der Name. Ralf reicht. Ralf. Lass mich gerade Pastor. Ja. Eine ganze Runde lang. Schau beim Warten zu und mach dich bereit. Okay, ich werde mich schon mal in meine Gamer-Position setzen. Was ist eine Gamer-Position? Kopf nach vorne gerichtet und nur beim Gamepad gibt es nicht wirklich. Bei Tastatur müsst du WASD, Leertaste und den kleinen Finger auf Steuerung und Shift und die Hand auf der Maus. Meine Gaming-Position ist Essen. Und dann verkacke ich immer, aber mir ist egal, weil das Essen ist wichtiger. Kann er es schaffen? Jo, wir schaffen das. Meine Strecke. Das ist eine Skiller-Strecke. Bei dir, erstens hast du schon Skill und dann hast du auch noch Glück. Das ist so ein Kampf. Das sind genau die Leute, die intelligent sind und dann sind sie auch noch in eine reiche Familie geboren. Ja. Nein! Ich war die ganze Zeit der Erste. Es war mal so geil, ich war an der Fleischtheke im Supermarkt. Dann war da Hähnchen und Pute und die haben die Schilder vertauscht. Geil. Und dann schaue ich so, sind so zwei Frauen hinter mir. Und dann sage ich zur Verkäuferin, ich möchte Hähnchen, aber ich glaube, ihr habt die Schilder verwechselt. Dann holt sie den Fleischermeister oder was. Sagt er, ja, tatsächlich, sie haben recht. Und die beiden Frauen hinter mir. Oh, das ist so ein toller Mann, der kennt den Unterschied. Ich habe den dreimal versucht, mit dem Boomerang abzuwerfen. Ich habe nur seine Red Shell vernichtet. Aber jetzt läuft's besser als regional. Ja, es tut trotzdem noch weh. Aber warum ist das so? Weil die keine Opferknechte sind. Und irgendwie haben alle Glück, außer ich und du. Was kann man eigentlich Schlechtes gegen Mexikaner sagen? Sombrero-Träger. Ich find's jetzt nicht so der krasse Diss. Hey, du Sombrero-Träger. Na und? Erster, yeah. Letzter. Wollen wir dann jetzt diesen Battle-Modus spielen? Ja. Oh, das wird spaßig, Mann. Alter, das wird so geil. Hey, nimm noch einen Stern und renn da rein, du Dödel, Alter. Ist der dumm? Alter, ist der dumm. Ja, aber der Typ ist auch ein Vollidiot. Der hätte einfach mit dem Stern da reinfliegen können, die alle retten. Aber der ist dumm. Das goldene Setup. Bitte das Spider-Dance einfügen, danke. Guck mal, der zweite sieht aus wie ein Jonathan. Hallo, ich freue mich so auf den heutigen Arbeitstag. Hey, warum geht mein Miet zu dem? Wir werden heute wieder produktive Arbeit erledigen. Darf ich euch noch ein Käffchen bringen? Ich meine, what the fuck, die fahren an meine Bomben vorbei, das juckt ihnen scheiß. Aber sobald ich minimal in der Nähe bin, explodieren die sofort. What the hell, wie kann der die so weit werfen? Jetzt mal ernsthaft, der wirft die 5 Kilometer nach vorne und snipet mich damit weg. Die sind da gut und machen uns kaputt. Also ich werde einfach nonstop abgeworfen. Ich komme eine Sekunde aus meinen Invisible Frames raus und sterbe instant wieder. Was ist das für eine Kacke? Ey, Namogam hat gesagt, dass du ihn abonnieren sollst. Und mach das jetzt sofort! Danke, Ende. Bin ich besoffen? Alter, verpiss dich, du dreckiger Wichser, Mann. Alter, ist ein Hurensohn, bring den um. What the fuck? Hast du eigentlich irgendwelche Zuschauer oder habe ich alle verscheucht? Ja, ich bin der Killer. Junge, was zur Hölle? Ich habe gerade eine Bombe vor deine Fresse gelegt und die explodiert einfach nicht. Hast du Spiel? Safe. Natürlich, danke. Natürlich von dir ausgerechnet. Das war meine Mission. Meine Mission ist, dich irgendwann mal in die Live zu töten. Werden wir sehen. Ich habe schon so viele auf meiner Liste. Ihr sollt euch jetzt alle verpissen, Alter. Tschüss. Hab keinen Bock mehr.